Hallo und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den November 2018 und auch herzlich willkommen im Changing Lighting Video schlechthin. Da draußen geht nämlich die ganze Zeit Wolken-Sonne-mäßiges ab. Ich habe in diesem Monat ziemlich viel gelesen, denn wenn ich mir die Bücheranzahl angucke, komme ich auf 13 Stück plus zwei abgebrochene. Ihr werdet aber im Laufe des Videos merken, dass das gar nicht so viel ist, weil viel Dünnes dabei ist, viel Grafisches dabei ist. Also ich bin jetzt nicht der oberkrasseste Leser oder so geworden. Es klingt einfach mehr, als wie es ist. Das erste, was ich gelesen habe, war Death the Barber von William Carlos Williams aus der Penguin Modern Edition. Das sind Poems, also Gedichte von dem guten William. Oder dem guten William Carlos. Ist jetzt Carlos Williams der Nachname? Oder William Carlos der Vorname? Das habe ich noch nicht recherchiert. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Das sind, wie gesagt, alles Gedichte. Einige davon haben mir, wie das so oft bei Gedichten ist, sehr gut gefallen. Mit einigen konnte ich nichts anfangen und andere fand ich okay. Aber im Großen und Ganzen waren dann doch die, die ich schön fand und interessant fand, in der Überzahl. Und dementsprechend habe ich dem Ganzen 3,5 von 5 Sternen gegeben. Ja. As the cat climbed over the top of the gem closer, first the right forefoot carefully, then the hind stepped down into the pit of the empty flower pot. Und weil ich dann so dachte, hey, die ganzen Penguin-Modern-Dinger haben dir ja richtig gut gefallen, suchst du dir nochmal was anderes, habe ich mir vor einiger Zeit dieses Buch hier geholt, A Cup of Rage von Radwan Nassar, sofern man diesen Menschen so ausspricht. Das Ganze ist erschienen in der Penguin Modern Classic Version und er ist als einer der brasilianischen Autoren schlechthin angepriesen worden. Und in dieser Geschichte sollte es um eine junge Journalistin und einen älteren Mann, der irgendwo im Dschungel wohnt, gehen. Und die beiden haben was miteinander und dann entsteht irgendwie so ein Sex-Drive zwischen denen und irgendwie auch so ein Spiel um Macht und irgendwie zerstören sie sich gegenseitig. Und es klang irgendwie ganz cool, war recht dünn. Ich bin mir nicht sicher, ob das in Brasilien üblich ist oder ob das ein Stilmittel von Radwan Nassar ist. Das ein Satz, hier als Beispiel. Hier beginnt dieser Satz, eine Seite. Zwei Seiten. Und hier endet dieser Satz. Das heißt, ein Kapitel in diesem Buch war ein Satz. Und es war weird. So. Ich habe das Ganze nicht lange durchgehalten und nach 17 Seiten abgebrochen. Vielleicht bin ich nicht intellektuell genug, ich weiß es nicht. Vielleicht probiere ich es irgendwann nochmal. Die Goodreads-Rezensionen allerdings sind da doch recht eindeutig. Im Sinne von, braucht man nicht nochmal lesen, war Zeitverschwendung etc. Dann las ich meinen ersten Manga für diesen Monat und zwar The Huntress von Keisuke Matsuoka und Hiroki Ohara, sofern man die beiden so ausspricht. Das Ganze war ein Rezensionsexemplar aus dem Egmont Manga Verlag, vielen Dank dafür, und ist so eine Deluxe-Ausgabe, also Hardcover und halt auch wesentlich dicker und größer als so ein normaler Manga. Finde ich eine wirklich, wirklich schöne Aufmachung. Hinten drauf steht, sie jagt ohne Gnade, sie ist böser als die bösen Jungs, sie ist The Huntress. Von diesem Klappentext und diesem Cover her, habe ich gedacht, es geht irgendwie so um so Vampire, böse Fantasy, whatever. Nein, das Ganze ist eine Detektivgeschichte, wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Um Gottes Willen, ich fand die Geschichte toll, ich fand sie spannend. Ich mochte das Character-Telling, ich mochte vor allen Dingen den Zeichenstil in diesem Manga so unfassbar. Deswegen bereue ich es um keinesfalls, dass ich es angefragt habe. Ich habe halt nur was komplett anderes erwartet. Aber als ich dann gecheckt habe, okay, ja gut, es ist nicht das, was ich erwartet habe und mich dann trotzdem darauf eingelassen habe, hat mir das Ganze doch wirklich gut gefallen und ist definitiv etwas, denke ich, für Leute, die genauso wie ich früher so als 11, 12, 13, 14-jähriger Teenie Detective Conan super gefeiert haben und jetzt halt erwachsener geworden sind. Ich denke, da ist man mit The Huntress, wenn man mal wieder auf sowas Lust hat, quasi eine erwachsene Version von Detective Conan, wenn man so möchte, wirklich gut geraten. Hat mir wirklich Spaß gemacht, mich unterhalten. Dementsprechend habe ich dem Ganzen 4 von 5 Sternen gegeben für diese wirklich schöne, aufgemachte Detektivgeschichte. Anschließend beendete ich ein weiteres Rezensionsexemplar
Und zwar Redwood Love. Es beginnt mit einer Nacht von Kelly Morin, der dritte und vorerst finale Teil der Redwood Love-Reihe, in der es um Drake, den ältesten der O'Grady-Brüder, geht. Ich bin halt Team Drake, so. Mir hat dieser Band von allen drei am besten gefallen, eben weil es um meinen persönlichen Favoritenbruder in der Reihe ging. Und ja, wer mehr dazu erfahren möchte, dem empfehle ich natürlich meine Rezension auf meinem Kanal. Ich verlinke sie euch natürlich auch und kann das nur wärmstens ans Herz legen. Es war wieder eine wunderschöne Mischung aus Liebesgeschichte, aber auch aus wieder ernsten Themen, wie das ja immer bei den Redwood-Büchern der Fall war. Und ja, 5 von 5 Sternen. Danach habe ich dann leider zu einem Flop gegriffen. Und zwar The Future is Female, was Frauen über Feminismus denken, aus dem Goldman Verlag. Auch das war ein Rezensionsexemplar. Ich habe mir, glaube ich, ein bisschen was anderes von diesem Buch erwartet. Also klar, hier sprechen verschiedenste Frauen über Feminismus. Unter anderem, ich gehe jetzt einfach mal ins Inhaltsverzeichnis und lese einfach mal irgendwen vor. Alison Sudol, Charlie Clegg, Charlotte Elizabeth, Helen Fielding, Katrin Bauerfeind, Rihanna Stiles, Liv Little, Keira Knightley, Angela Yee, Karen Gillan, Jodie Whittaker, Cara Pole, Grace Campbell, bla bla bla. Also eine ganze Menge. Und hier wurde ja auch groß Emma Watson angepriesen. Emma Watson ist auch vertreten, jedoch in Anführungszeichen nur mit Lektüreempfehlung. Ich habe natürlich so ein bisschen damit gerechnet, dass es halt unterschiedlich sein wird, aber ich habe halt irgendwie damit gerechnet, dass das halt eher so, dass es Feminismus für mich Geschichten sind. Und es kam mir halt aber eher so vor, bei den Geschichten, die ich gelesen habe und auch bei denen, die ich angelesen habe, dass es eher so dieses so, hey, du bist ein junges 12-jähriges Mädchen, okay, ich erzähle dir jetzt mal etwas über Feminismus. Aus verschiedenen Perspektiven war. Was ich wirklich gut finde, so, für die Altersgruppe. Aber ich konnte da jetzt nicht so viel mitnehmen. Ich habe viele Geschichten angelesen, habe dann auch mich dazu entschieden, die Geschichten von den Personen, die ich persönlich kenne und die mich am meisten interessieren, halt auch weiterzulesen. Das waren unter anderem die von Helen Fielding im Stil von eben Bridget Jones und auch die von Keira Knightley. Das waren die einzigen zwei Geschichten von denen, die ich angelesen habe, die mir wirklich, wirklich gefallen haben und wo ich ein bisschen was mitnehmen konnte und die ich cool fand. Ansonsten fand ich das alles eher, ja, war ich, glaube ich, einfach zu alt für, nicht die Zielgruppe. Ein bisschen blöd gelaufen, aber so ist es nun mal manchmal. Im Endeffekt habe ich das Ganze so grob nach 100 Seiten, denke ich, abgebrochen. Ich habe jetzt nicht so genau mitgezählt, aber das, was ich gelesen habe, werden so ungefähr 100 Seiten schon gewesen sein. Und ja, im Anschluss las ich wieder einen Manga, und zwar Origin. Das ist der erste Teil von Boichi. Hier geht es um Origin, und Origin ist der Prototyp eines Roboters und er lebt unter Menschen. Und es gibt aber auch noch andere Roboter, die so sind wie er. Und er hat irgendwie die Aufgabe oder sich zur Aufgabe gemacht, diese anderen Roboter zu zerstören, zu vernichten, weil die halt die Menschen vernichten wollen. Also ja. Also hundertprozentig wieso, weshalb, warum, hat sich mir jetzt in diesem ersten Teil noch nicht so ganz erschlossen, aber das ist ja auch nicht schlimm, denn es ist ja auch der erste Teil von der Reihe und es wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn man schon von vornherein wüsste, okay, das und das und das und das ist happening. Man will ja auch pro Band immer noch wieder was dazu fahren. Hier hinten steht drauf meisterhafter Cyberpunk und ich glaube, das passt ganz gut. Man hat auch so ein bisschen technisches Blabla, wenn ich das jetzt mal so sagen möchte. Mir haben vor allen Dingen die technischen Zeichnungen hier sehr, sehr gut gefallen. Die Charaktere, wie sie gezeichnet waren, hat mir sehr gut gefallen. Die Kampfszenen fand ich gut gemacht. Und so detailliert in Anführungszeichen, wie halt auch hier der Zeichenstil auf dem Cover ist, zieht er sich auch durch den Manga durch. Das heißt, wir haben hier einen etwas detaillierteren, manchmal auch ein bisschen stricheligeren Zeichenstil. Ich mag das ja sehr gerne. Ganz im Gegensatz zu The Huntress, was ich euch vorher gezeigt habe, was eher ein sehr cleaner, reduzierter Zeichenstil war. Diese Seite hier als Beispiel. Ich hoffe, ihr kennt da so ein bisschen was. Also es ist schon sehr, fast schon realistisch angehaucht. Mir hat das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich darauf zu erfahren, wie es weitergeht. Und habe dem Ganzen auch 5 von 5 Sternen gegeben, weil mich das so begeistert hat. Danach habe ich ein weiteres Little Black Classic beendet. Zumindest besitze ich dieses Buch als Little Black Classic. Habe es auch vor einer Weile mal versucht im Englischen zu lesen, bin damit aber nicht klargekommen und habe dann mir über Kindle die kostenlose
deutsche Übersetzung geholt. Und zwar rede ich von Der Sandmann oder auch The Sandman von E.T.A. Hoffmann. Alter, was habe ich da gelesen? Ich weiß es nicht. Es war schon so ein bisschen sehr creepy und ich weiß nicht, was ich da gelesen habe. Ganz ehrlich, es war weird. Super weird. Das Einzige, was ich wirklich interessant so im Nachhinein an dieser Geschichte fand, also mir hat es einfach nicht gefallen, aber was ich halt interessant an dieser Geschichte fand, war tatsächlich so dieser komplett andere Aufbau davon, wie eine Geschichte erzählt wird. Am Anfang ist das mit Briefen und dann spricht der Erzähler direkt zu uns und es war so ein bisschen dadurch für mich auch nicht ganz so übersichtlich und flüssig. Ich habe mich immer wieder so ein bisschen, immer wenn ich dachte, okay, jetzt bin ich im Stil drin, hat der halt gewechselt und es war weird, aber definitiv auch mal interessant aus so einer Perspektive oder so einer Zeit. Das ist ja so ein bisschen Gothic-mäßig, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, mal was zu lesen. Muss ich jetzt aber auch demnächst erstmal nicht wieder haben. Im Anschluss dazu las ich ja Flash Gordon. Der erste Teil. Auf dem Planeten Mongo heißt dieser Teil und auch hierzu habe ich euch eine Rezension hochgeladen. Und ja, es sind halt die ganzen Comicstrips von den Jahren 1934 bis 1937, die damals in Zeitungen erschienen sind, eben über unseren Helden Flash Gordon. So ziemlich der Inbegriff des ersten Superhelden. Flash Gordon war das, was George Lucas zu Star Wars inspiriert hat. Muss ich mehr erzählen? Ich glaube nicht. Wenn doch, dann schaut doch bitte auf meiner Rezension vorbei. Da erzähle ich noch ein bisschen mehr. Mir hat das Ganze gut gefallen und ich habe dem Ganzen 4 von 5 Sternen gegeben. Und dann las ich eine komplette Manga-Reihe. Paradise Kiss von Ayazawa. Ayazawa ist so ziemlich meine liebste Mangaka. Ich liebe ihren Zeichenstil, vor allen Dingen wie sie Gesichter und Hände zeichnet. Ich liebe das sehr. Hier kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, wie sie Hände zeichnet. Ich liebe diese langen Hände irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und die Augen. Sie ist ja auch die Zeichnerin gewesen von Nana. Und Paradise Kiss habe ich damals, als ich im Nana-Vibe war, irgendwie nicht mitbekommen. Oder ich weiß auch nicht, warum ich es damals nicht gelesen habe. Auf jeden Fall habe ich es mir jetzt mühselig gebrauchtmäßig zusammengesucht und hatte jetzt alle zusammen und habe es dann diesen Monat verschlungen, das erste Mal. Und es war das totale Nana-Feeling, denn das Ganze ist eine, ich würde mal sagen, Coming-of-Age-Geschichte mit einem großen Schuss Drama und einem großen Schuss Herzschmerz und Liebe. Das ist eigentlich typisch für Ayazawa, plus halt ihren wunderschönen Zeichenstil und es geht auch irgendwie um Mode und Musik und das zu sich selbst finden, halt eine Coming-of-Age-Geschichte. Mir hat das wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen. Ja, Paradise Kiss ist jetzt neben Nana auf meinem Thron der Ayazawa-Mangas, ist mit 5 Bänden abgeschlossen. Also Paradise Kiss, große, große, große Liebe. Jeder einzelne Band und insgesamt hat die Reihe von mir 5 von 5 Sternen bekommen. Kommen wir jetzt zum vorletzten Buch für diesen Monat, welches gleichzeitig, das prophezei ich jetzt einfach mal, höchstwahrscheinlich einen sehr, 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 sehr hohen Platz in meiner Jahreshighlights-Liste bekommen wird. Ich rede von Mittagsstunde von Dörte Hansen. Alter, ich liebte ja schon Altes Land von ihr. Und Altes Land war ja auch 2015, 16, wann habe ich das Ganze gelesen? Ich glaube 2016, eins meiner absoluten Jahreshighlights. Und Mittagsstunde steht dem in nichts nach. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es genauso gut wie Altes Land finde oder sogar besser wie Altes Land. Es hat auf jeden Fall so ein wunderschönes Feeling, wieder dieses Buch. Hier geht es um Ingvar Feddersen, der auf der Geest wohnt, also in der Nähe von Kiel da irgendwie. Und der mit 50 wieder in sein Dorf zurückkehrt, um sich um seine Eltern zu kümmern. Und im Prinzip ist das ganze Buch in 2 Zeitebenen gesplittet. Einmal in die Zeitebene, die halt im Hier und Jetzt mit Ingvar Feddersen spielt. Und einmal in die Zeitebene, wo man Sönke, also Ingvars Vater, ja doch, so lasse ich das jetzt einfach mal stehen, wo man Sönke Feddersens Geschichte so ein bisschen erfährt. Und es ist halt quasi nicht nur eine Familiengeschichte über Ingvar und Sönke und die anderen Familienmitglieder, sondern es ist auch gleichzeitig so ein bisschen so eine Geschichte über die Veränderung vom Dorf
und vom Dorfleben von vor 50 Jahren bis hin zur Jetztzeit. Das geht von Flurbereinigung über Straßenbereinigung, darüber, dass viele kleine Betriebe zu wenigen großen Betrieben wurden und so weiter und so fort. Und dieses ganze Buch hat so eine wirklich, wirklich schöne, melancholische Stimmung die ganze Zeit. Ja, so wie halt Ostseewetter. Es ist irgendwie ein bisschen stürmisch und nicht gemütlich, aber trotzdem schön. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Und das hat mir ja bei Altes Land auch schon gefallen, diese melancholische Stimmung, die in allem ist. Und gleichzeitig ist das Buch aber einfach nur schön. Und das ist bei Mittagsstunde genauso. Ich fand es wirklich, wirklich toll und ich hatte echt Angst, dass es nicht so gut wird wie Altes Land und habe auf den ersten Seiten schon wieder gespürt, wie sehr ich Dörte Hansens Schreibstil liebe und wie verliebt ich einfach darin bin, wie sie es schafft, Charaktere zu zeichnen, von denen zu erzählen. Und es hat mich einfach so komplett begeistert, dieses Buch. Und dementsprechend mein absolutes Monatshighlight und auch Jahreshighlight, denke ich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, was da noch kommen soll diesen Monat, dass das nicht mein Jahreshighlight ist. Ganz ehrlich. So, also jetzt im Dezember, was da noch kommen soll. Dörte Hansen, Mittagsstunde 5 von 5 Sternen, lest es bitte alle. Und abschließend habe ich dann noch mein Kindle Unlimited Deal ausgenutzt, denn es gab einen Deal, 3 Monate Kindle Unlimited für 2 Euro. Da sagt man nicht nein, auch wenn man kein Kindle hat, sondern das Ganze nur mit seinem Handy mit Displayriss liest. Ja, die erste habe ich dann auch gleich noch im November beendet und das war Star Wars Han Solo, eine Marvel Graphic Novel, die dieses Jahr erschienen ist und ich fand sie so, so toll, weil sie sich angefühlt hat wie Star Wars. Und damit meine ich, dass halt wirklich die Charaktere 1:1 aussahen wie halt auch die Menschen. Also bei bestimmten Ausdrücken und Mimiken und großen Bildern von Han Solos Gesicht hast du einfach gedacht, das ist abgezeichnet, abgepaust von einem Foto von Harrison Ford. Das war so, so gut und auch dieses Zusammenspiel zwischen Han und Leia und allen und Chewie und es war wirklich, es hat sich nicht angefühlt wie irgendwas, was nachträglich zum Star Wars Universum dazu geedit wurde, sondern was halt einfach wirklich schon von vornherein so geplant war. Zeitlich weiß ich nicht so ganz genau, wo man diese Geschichte verorten kann. Ich würde sagen, irgendwann zwischen dem Ende des ersten Films und dem Ende des dritten Films. Also, wenn ich jetzt erste und dritte meine, dann rede ich von Krieg der Sterne und Rückkehr der Jedi-Ritter. Also irgendwo zwischen Episode 4, also dem Ende von Episode 4 und Episode 6. Ich vermute aber, dass es eher spielen soll zwischen Episode 4 und 5 und nicht zwischen 5 und 6. Das dazu. Das war mein Lesemonat. Habt ihr davon irgendetwas gelesen? Interessiert euch irgendetwas? Oder möchtet ihr jetzt irgendwas davon lesen? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss!